Schon gehört? Die Ö1 Clubsendung. Aladdin und die Wunderlampe nach Antoine Galland, dem erstmaligen Übersetzer der Märchensammlung Tausend und einer Nacht, wird als inklusives Familienstück vom Theater Ekze im Oval auf der Bühne im Europark in Salzburg aufgeführt. Regisseurin Annette Raffald hat den Weltliteraturstoff bearbeitet und dramatisiert. Die ursprünglich nicht in der Sammlung Geschichten aus Tausend und einer Nacht enthaltene Erzählung Aladdin und die Wunderlampe soll aus Aleppo in Syrien stammen. Das Theater Ekze erzählt das Märchen mit einem diversen Ensemble als eine Geschichte von Emanzipation und Empowerment neu und stellt sich die Frage, ändert sich denn alles, wenn man eine Wunderlampe besitzt? Aladdin und Prinzessin Jamila sind unglücklich, wo sie sind. Der eine ist ein armer Hochstapler von der Straße, die andere gefangen im Palast, eingesperrt in Verpflichtungen und Traditionen. Beide sehnen sich danach, auszubrechen. Ein großes Abenteuer beginnt rund um einen machtbesessenen Magier, einen überforderten Sultan und einen Wunderlampengeist, bei dem Jamila und Aladdin herausfinden, dass sie ihre größten Wünsche nur aus eigener Kraft erfüllen werden. Es inszeniert Reinhold Tritscher, die Live-Musik kommt von Nane Frühstückel. Vorstellungen gibt es ab dem 2. Dezember bis zum 31. Dezember im Oval, die Bühne im Europark in Salzburg. Vorstellungsbeginn ist jeweils alternierend um 15 Uhr bzw. um 10 Uhr. Soul und Weihnachten gehören zusammen wie Lebkuchen und Zuckerguss, so Raphael Wresnik zu seinem Weihnachtsalbum Soulful Christmas. Organist und Komponist Raphael Wresnik haucht den traditionellen Weihnachtsliedern Funk und Soul ein und feiert gemeinsam mit Giselle Jackson und Alex Schulz Weihnachten mit einem funky Twist. Der preisgekrönte Musiker Raphael Wresnik aus Bad Radkersburg in der Steiermark widmet sich dem Orgelspiel seit seinem 16. Lebensjahr und fand in den USA schließlich zu seiner Meisterschaft. Er gab zahlreiche Alben heraus und tourt mit seiner Band weltweit. Am Samstag, 9. Dezember, veranstaltet Gamsbad im Orpheum in Graz einen Soulful Christmas Weihnachtsabend mit Raphael Wresnik, der Sängerin Giselle Jackson und mit dem Gitarristen Alex Schulz. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Das Schauspielhaus Wien beschäftigt sich mit dem Körper und seinen Grenzen bzw. Entgrenzungen und stellt die Frage, wo fängt der Körper an, wo hört er auf, was kann er alles tun, wie viel ertragen, Wunde oder Wunder. Mal zeichnet der Körper mit seiner Haut die Grenzen eines Spielplatzes, mal die eines Schlachtfeldes. Im vielstimmigen Theaterstück von Enis Maci wird ein Netzwerk intensiver Körperbeziehungen und Rituale dargestellt. In drei Teilen treffen Stimmen aus unterschiedlichen Epochen aufeinander, zum Beispiel die von Pornostar Sexy Cora, einer Beauty-Influencerin, einer barmherzigen Derwischin oder von Mutter Teresa. Was verbindet sie? Alle suchen den Treibstoff zum Annähern ans Dings, Wir, Ich. Treibstoff, der ihren Körper bewegt oder versenkt. Regisseur Juan Miranda hat sich dem Text mit einem mehrsprachigen Ensemble gewidmet. Eine Gruppe von Ö1-Clubmitgliedern ist am 21. Dezember im Schauspielhaus Wien abends nach einer Begrüßung durch die Theaterleitung und einer Einführung ins Stück zum Besuch der Vorstellung von Wunder eingeladen. Im Anschluss gibt es ein Publikumsgespräch. Für diese Ö1-Club-Exklusivführung müssen Sie sich bitte anmelden auf unserer Website oe1.orf.at und im Ö1-Kalender. Anmeldeschluss ist der 13. Dezember. Die Teilnehmer werden ausgelost und verständigt. Schon gehört? Das war die Ö1-Club-Sendung. Gestaltung: Ursula Scheidle.